Jetzt kommen wir zurück zu einer wichtigen Sache bei der Kindererziehung, die ihr euch merken müsst. Ich sehe so viele Leute, sind am Verzweifeln. Oh, es ist so schlimm und so schlecht und so. Und der Prophet a.s.w. sagte etwas und hört euch diesen Hadith nochmal genau an. Ich habe den sogar heute genannt. Ma min mauludin illa yuladu al fitra. Es gibt kein Neugeborenes, außer dass es auf der Fitra geboren wird. Fitra, die natürliche Veranlagung zum wahren Glauben. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ وَيُنَسِّرَانِ وَيُمَجِسَانِ. Und die Eltern machen es dann zu Juden, Christen und Majus. Nicht die Gesellschaft, die Eltern an erster Stelle. Jetzt könnte natürlich jemand sagen, ja okay, die Eltern bringen das Kind ja an, je nachdem die Gesellschaft. Ich will die Gesellschaft nicht unterschätzen, aber ich will sagen, den längeren Hebel hast du. Der wichtigste Ort der Erziehung ist der Haushalt. Nicht die Schule, nicht der Kindergarten. Der Haushalt ist der wichtigste Ort der Erziehung. Deswegen, die Erziehung wird im Koran immer mit wem verbunden? Mit dem Vater. Komischerweise, nicht mit der Mutter, mit dem Vater in erster Linie. Du siehst zum Beispiel das Beispiel von Luqman, das Beispiel von Ibrahim. Allahu alam, woran es liegt. Aber wahrscheinlich, weil viele Väter diese Aufgabe geringschätzen. Und es ist wie eine, es ist Wahnsinn, ehrlich gesagt. Wenn ich das zum Beispiel zu Hause bei meiner Frau sehe, ja, die sagt irgendwas, ja, keiner bewegt sich. Schlaf, geht schlafen. Sagt immer so ein Schlaf nicht. Kinder, geht mal schlafen jetzt, anziehen, los, Zähne putzen. Es ist Wahnsinn. Der Vater ist sehr, sehr wichtig in der Erziehung. Der Vater unterschätzt diese Aufgabe sehr häufig. Er denkt, das ist Aufgabe der Mutter. Das ist nicht Aufgabe der Mutter. Das ist Aufgabe von Mutter und Vater. Von Mutter und Vater. Und in erster Linie vom Vater. Ja, ayyuhal ladhina amanu, ku anfusikum wa ahlikum narun wa quduha an-nas wal hijara. O ihr, die ihr glaubt, hütet euch und eure Familie vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Der Vater ist ganz wichtig. Also ich will nicht sagen, natürlich die Mutter ist auch total wichtig, aber der Vater wird unterschätzt. Es ist unheimlich wichtig. Okay? So, nochmal zu diesem Hadith zurück. Und hier ist noch etwas in dem Hadith. Die Kinder sind Muslime. Du musst sie nur auf dem geraden Weg halten. Die anderen, die müssen das Kind, die Juden, die Christen, die Majus, müssen das Kind von der Fitra auf einen anderen Weg bringen. Das ist ein großer Vorteil für uns. Das ist ein riesengroßer Vorteil, ist das für uns.